Was wäre, wenn die Menschen der Antike fortschrittlicher waren, als wir es uns je hätten vorstellen können, wenn alles, was wir in der Schule gelernt haben, nur einen Bruchteil der historischen Wahrheit ist, wenn die weltbekannten Pyramiden von Gizeh in Wirklichkeit überhaupt keine monumentalen Grabmäler waren, sondern einem vollkommen anderen Zweck dienten? Lasst uns gemeinsam in dieses aufregende Thema eintauchen und dem Mysterium der unglaublichen elektromagnetischen Eigenschaften der altägyptischen Bauwerke auf den Grund gehen. Doch bevor wir loslegen, ist noch kurz eure Meinung gefragt. Glaubt ihr, dass die Kolossalbauten wirklich nur der Bestattung mächtiger Pharaonen dienten? Oder befinden sich die Forscher diesbezüglich schon seit Jahrhunderten auf dem Holzweg? Schreibt's in die Comments. Wenn ihr Videos wie dieses in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, lasst uns gerne ein Abo und einen Daumen da. Und jetzt geht's los. Eine geheimnisvolle Erkenntnis. Vor knapp 5 Jahren ging ein gewaltiger Ruck durch die internationale Forschergemeinde. Damals, im Sommer 2018, sah sich die Öffentlichkeit mit einer Schlagzeile konfrontiert, die sich kaum in einen logischen Kontext einordnen ließ. Die weltberühmten Pyramiden von Gizeh, die seit jeher unzählige Besucher aus aller Herren Länder anlocken, besitzen elektromagnetische Fähigkeiten. Doch wie ist das überhaupt möglich? Unserem Kenntnisstand zufolge dürften die Menschen des Altertums noch nicht einmal gewusst haben, dass so etwas wie elektromagnetische Energie überhaupt existiert. Ehe wir uns nun in ein kontroverses Feld von Verschwörungen und streng geheimen Erkenntnissen stürzen, sollten wir lieber bei den Fakten bleiben. Was hat es also mit den Hintergründen jener sensationellen Meldung auf sich, die vor einigen Jahren durch die Schlagzeilen schwappte? Elektromagnetische Strahlung. Bevor wir die spannende Studie der Forscher genauer beleuchten, sollten wir uns noch schnell etwas Grundlagenwissen aneignen. Was ist elektromagnetische Strahlung eigentlich und wo kommt sie vor? Kurzum, elektromagnetische Strahlung ist eine Welle aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern, die sowohl natürlich vorkommen als auch künstlich erzeugt werden kann. Bekannte Beispiele dafür sind Mikrowellen, Licht, Röntgenstrahlung, Wärmestrahlung, Radiowellen und Gammastrahlung. Im Gegensatz zu Schallwellen benötigt die elektromagnetische Strahlung jedoch kein Medium, um sich auszubreiten und kann im Weltall gigantische Distanzen zurücklegen. Auch wenn wir uns darüber nicht immer im Klaren sind, so ist die elektromagnetische Strahlung doch unser täglicher, unsichtbarer Begleiter. Während wir die Energieübertragung durch elektromagnetische Wellen für die verschiedensten Alltagszwecke nutzen, sei es nun, wenn wir unsere Smartphones benutzen oder etwas in der Mikrowelle erhitzen, stellt sich die Frage, welches Wissen die alten Ägypter über die elektromagnetische Strahlung besaßen. Die Vermutung, dass die Pyramiden von Gizeh dazu in der Lage sind, eben jene Energie zu bündeln, stand schon länger im Raum. Um diese Behauptung mit Datensätzen zu untermauern, entschloss sich ein deutsch-russisches Forscherteam dazu, die verborgenen Eigenschaften der Monumentalbauten auf den Prüfstand zu stellen, mit überraschendem Ergebnis. Verborgene Fähigkeiten. Vor dem Hintergrund, dass in der Cheops-Pyramide keine weiteren unbekannten Hohlräume schlummern, erstellten die Experten ein Modell des Bauwerks und seines elektromagnetischen Ansprechvermögens. Kurz zur Einordnung, das sogenannte Ansprechvermögen entspricht dem Verhältnis von Messanzeige zum wahren Dosiswert. Auf Basis dieser Ausgangslage war es den Fachleuten schließlich möglich zu berechnen, wie sich die elektromagnetische Strahlung innerhalb der Pyramide verhält. Beispielsweise, um zu klären, ob diese vom Bauwerk absorbiert oder aber gestreut wird. Und tatsächlich, am Ende der Simulation stand die Erkenntnis, dass die Wellenenergie in den uns bekannten Kammern sowie unter der Basis der Pyramide konzentriert wird. An dieser Stelle verweisen Kritiker, welche die Vorstellung einer altertümlichen Hightech-Zivilisation ablehnen, allerdings auf einen nicht ganz unwesentlichen Punkt. Allen voran gilt es dringend zu beachten, dass es sich bei der Forschungsstudie um eine rein theoretische Simulation handelte. Doch selbst wenn die spannenden Erkenntnisse mit der Realität übereinstimmen sollten, bleibt eine Frage offen. Wussten die ägyptischen Erbauer überhaupt um diese Eigenschaft? Wurden die Pyramiden möglicherweise absichtlich so konzipiert, dass sie elektromagnetische Strahlung bündeln können? Nun, die blanken Datensätze sind leider nicht dazu imstande, dieses historische Rätsel zu knacken. Die Studienautoren glauben übrigens nicht, dass ihrer Entdeckung eine bewusste Entscheidung zugrunde lag. Sie sehen darin eher einen, Zitat, außergewöhnlichen Zufall. Doch können wir uns da auch wirklich sicher sein? Die Gegenseite, die davon überzeugt ist, dass die alten Ägypter ein fortschrittliches Wissen besaßen, das dem unseren in nichts nachstand, erkennen in den Studienergebnissen vor allem eines – einen wissenschaftlich fundierten Hinweis auf die Korrektheit ihrer These. Das Cheops-Kraftwerk.
Lassen wir uns an dieser Stelle einmal auf ein spannendes Gedankenspiel ein. Einmal angenommen, dass die ägyptischen Pyramiden in Wahrheit gar keine Grabmäler waren. Was waren sie dann? Welchem Zweck dienten jene kolossalen steinernen Zeitzeugen, die alle Regeln der Architektur und Technik zu brechen scheinen? Obwohl die Bauwerke das Gizeh-Plateau bereits seit mehr als 4000 Jahren zieren, wissen wir immer noch nicht, wie es die alten Ägypter im Detail bewerkstelligten, die abertausenden tonnenschweren Blöcke zu solch imposanten Strukturen aufzutüren. Folgt man den eher alternativen Ansichten, so sollten wir diesbezüglich besser vom Cheops-Kraftwerk oder aber den Wasserpumpwerken von Gizeh sprechen. Demzufolge sei es schlicht und ergreifend ausgeschlossen, dass die antiken Bauherren nicht um die faszinierenden elektromagnetischen Eigenschaften ihrer Konstrukte wussten. Der Hintergrund? Ein derart präzises Bauwerk, das so penibel konzipiert und ausgerichtet wurde, bietet ganz einfach keinen Raum für, Zitat, ungewöhnliche Zufälle. Tatsächlich schlossen die einzelnen Komponenten der Pyramiden so perfekt ab, dass nicht einmal ein Blatt Papier zwischen die Blöcke hindurch gepasst hätte. Auch die gängige Theorie, dass die Ägypter für ihre Bauten ausschließlich simple Sägen, Hämmer, Meißel und Bohrer benutzten, wird in den entsprechenden Kreisen massiv in Frage gestellt. Auffällige Details. Allerdings gibt es noch einige weitere Aspekte, welche die elektromagnetische Zufallstheorie gehörig ins Wanken bringen. Habt ihr beispielsweise gewusst, dass der Standort der Pyramiden von Gizeh ursprünglich den Nullmeridian markieren sollte? Sprich jenen Meridian, von dem aus die geografische Länge nach Osten und Westen gezählt wird? Diesen Vorschlag führte jedenfalls Charles Piazzi Smith im Jahr 1864 ins Feld. Diese Berechnung sei vor dem Hintergrund eines, Zitat, sorgfältigen Zusammenzählens des gesamten vom Menschen bewohnbaren trockenen Landes durchgeführt worden. Im Detail hielt es Smith für ratsam, den Nullmeridian auf dem Längengrad der großen Pyramide zu verorten, denn immerhin würde er dort mehr Land durchqueren als an irgendeinem anderen Ort der Welt. Der Expertenausschuss, der das letzte Wort besaß, stimmte jedoch für Greenwich, eine vollkommen willkürliche Festlegung, die dem Umstand geschuldet war, dass so viele Schiffe den Londoner Hafen nutzten. Mit Sicherheit habt ihr schon mal davon gehört, dass die Cheops-Pyramide nahezu exakt nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet ist. Ein Umstand, der umso bemerkenswerter ist, wenn wir uns vor Augen halten, dass der erhöhte Felskern eine Messung der Diagonalen damals unmöglich machte. Haben diejenigen, die die große Pyramide planten, den detaillierten Aufbau sowie den finalen Standort also tatsächlich willkürlich ausgewählt? Zur Erinnerung, wir haben es hier mit einem Bauwerk zu tun, das einst über 145 Meter in die Höhe ragte und aus schätzungsweise 2,5 Millionen, teils 70 Tonnen schweren Blöcken besteht. Die theoretischen Berechnungen, die vonnöten wären, um ein solches Mammutprojekt überhaupt erst realisieren zu können, sind damals wie heute schlichtweg atemberaubend. Selbstverständlich gilt dies nicht nur für die äußere Fassade, sondern allen voran auch für jene Kammern und Gänge, die im Herzen der Pyramide schlummern. Ägypten und Tesla. Nikola Tesla besaß eine bahnbrechende Vision. Er wollte einen Weg finden, der es möglich macht, Energie auf drahtlosem Wege zu übertragen. Demzufolge sollte die Elektrizität also nicht durch Kabel, sondern durch die Erde selbst geleitet werden. Doch allen Wardenclyffe Tower Prototypen und Querelen mit JP Morgan zum Trotz, sollte es dem Genie zu Lebzeiten nicht vergönnt sein, seinen technologischen Traum in die Wirklichkeit zu bringen. In Anlehnung an Teslas Grundidee stellen sich aber manche Personen die folgende Frage: Ist es nicht möglich, dass die alten Ägypter ganz ähnlich dachten wie der weltbekannte Erfinder? Was, wenn die Pyramiden in Wahrheit dem Zweck der Energiebündelung und Übertragung dienen sollten? Interessant zu wissen ist, für den Bau seines hölzernen Testturmes wählte Tesla einen Standort aus, der von einem ausgedehnten unterirdischen Netzwerk von Tunneln und Höhlen geziert war. Das Verblüffende? Allem Anschein nach verbirgt sich ein derartiger Komplex auch unter dem allseits bekannten Gizeh-Plateau. Tatsächlich sollen der Brite Henry Salt und sein italienischer Kollege Giovanni Caviglia die mysteriösen Katakomben im Jahr 1817 sogar persönlich erforscht haben. Umso rätselhafter erscheint daher die Aussage, die der gleichermaßen einflussreiche wie umstrittene Ägyptologe Zahi Hawass zu diesem Thema traf. Er sagte, es gibt in Gizeh nichts mehr zu entdecken. Wir wissen alles über das Plateau. Zitat Ende. Nicht weniger auffällig ist die Tatsache, dass das Tunnel- und Höhlennetzwerk von Gizeh schon seit mehreren Jahren nicht mehr in der allgemeinen Berichterstattung aufgegriffen wird. Die Halle der Aufzeichnungen. Die Vermutung, dass sich unter dem Gizeh-Plateau ein bislang unerforschtes Areal verbirgt, das unser gängiges Geschichtsbild in seinen Grundfesten erschüttern könnte, ist indes keine neue.
Seit geraumer Zeit wird vermutet, dass sich unter den mächtigen Pranken der Sphinx eine ausgedehnte, antike Bibliothek versteckt, besser bekannt als die legendäre Halle der Aufzeichnungen. Um die Brücke zwischen Mythos und Wirklichkeit zu schlagen, führten amerikanische Forscher Ausgrabungen an den Tatzen der steinernen Wächterin durch, wobei sie stellenweise 7 Meter tief in das Gestein vorstießen. Das ernüchternde Ergebnis: von einem legendären Hort des Wissens fehlte jede Spur. Und doch, seismische Messungen deuteten eindeutig darauf hin, dass tief unter der Sphinx große Kammern existieren. Vermutlich würde es sich dabei aber lediglich um natürliche Hohlräume handeln. Doch leider ist derzeit nicht abzusehen, ob und wann wir dieses Rätsel lösen werden. Denn die ägyptische Altertumsbehörde untersagte alle weiteren Nachforschungen. Offiziell, da Grabungen dieser Art stets mit dem Risiko einhergehen, das uralte Bauwerk zu beschädigen, inoffiziell, weil die traditionelle Archäologie etwas vor der Weltöffentlichkeit verschleiern will. Und jetzt interessiert uns eure Meinung. Was denkt ihr über die kontroversen Theorien, die wir euch heute vorgestellt haben? War die Cheops-Pyramide tatsächlich eine Art antikes Kraftwerk oder sollten wir lieber mit den gängigen Versionen der konservativen Historiker Vorlieb nehmen? Wir sind sehr auf eure Kommentare gespannt. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und abonniert unseren Kanal, um nie wieder eines unserer Videos zu verpassen. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.